Also, meine lieben Freunde, was geht jetzt wieder bei euch? Ich bin wieder so viel erwartet, bei euch Monolins, the pre-sequel. Was geht ab, Freunde? Mit dem lieben Kicherze 12. Moin. Hallo. Dem und zu Nummer 122 Kevin. Moin. Und dem besten Borderlands-Spieler aller Zeiten, haben wir ja schon in Borderlands 2 gesagt. Der Musi, was geht? Hallo. Musi müssen immer noch schon wieder was klären. Ja. Ja, aber man muss jetzt sagen, jetzt hat er schon mal, jetzt haben wir die dritte Folge und er hat noch nicht einmal gesagt, dass der Kichererbsen und der Musi Tryhards sind. Ja, das ist was Besonderes. Ihr habt doch gesagt, es gibt keine Tryhards, Alter. Gibt es ja auch nicht. Ja, also. Aber sag das trotzdem immer wieder. Ja, dann, wenn ich es für angebracht halte. So. Jawohl. Wir sind jetzt da herinnen. In der letzten Folge sind wir fast draufgegangen. Warte, lass mich das bitte mal. Erbse! It was at this moment that Kichererbse 12. He knew. He fucked up. Du Sau! Du musst doch jetzt fragen. Ja. Wenn wir sterben, sieht der aus. Aber was ist, wenn ich jetzt dich habe? Hey, und du bist. Und ich. Außer der Map fall, sind wir beide raus? Ja, natürlich. Aber das kann doch gerne wieder nicht. Musi, steig bitte bei mir ein. Oh, ich hasse diesen Sprung, Alter. So, weil jetzt wird's interessant. Monsuno, du musst bei Erbse rein. Und Musi, das ist jetzt halt so, wenn wir jetzt bei dem Sprung verkacken und sterben, dann sind wir im Arsch. Ja. Aber ich werde mein Bestes tun. Ich verspreche es dir. Oh, das ist der hier. Aber am besten ist, eigentlich macht einer den Sprung und der andere portet sich. Aber das brauchen wir jetzt nicht in dem Fall. Alter, ganz knapp. Aber geschafft. Ey, was ist das denn jetzt? Jetzt ist das einfach so krass. Monsuno speichert! Monsuno! Ich kann Monsuno nicht abschießen, tut mir leid. Monsuno speichert. Ey! Was Alter, was geht denn jetzt ab? Wir sind ineinander gespawnt. Hey! Voll draufhalten, draufhalten, Jungs, draufhalten! Ja, das blöde ist der Scheiß. Du hast ein Feuerwerk. Vorweg! Vorweg! Ja, ich fahr aber schon! Ja! Gut! Alter! Aber das sind alle resistente Viecher. Ja, ich weiß schon. Boah, Alter, ich kann dich nicht verletzen. Ich krieg da nur zwei Schaden. Oh, einer! Wie gesagt, Feuerwaffe. Das werde ich stecken. Mal aus. Das ist besser. Ja. Sieben was? Was? Ich hab die Maus. Oh, alle zerfetzen, alle. Oh, jetzt wird sie wieder ganz, ganz fies gehasselt, alle. Boom! Zack, zack, alle. Boah, heftig, 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 heftig. Also meine ist schon geiler, schreit, spürst du die Macht von Hyperion? Das ist echt so ein Charakter wie für dich auf den Leib geschneidert, nicht wahr? Ja. Unbegrenzte Macht! So. Nun müssen wir schauen. Ey, klar, er nimmt wieder Kahn mit. Auf dich. Danke. Du schießt. Dankeschön. So, zu weit. Wir sind alle. Ich finde dich auch zu nett, danke. Ich hätte auch so beschieben können, wenn wir aber alle runterfallen. Sag mal, Erbse. Ja. Sollen wir eigentlich schon das Viech da hinten triggern? Nein. Da werden wir drauf gehen, wa? Mach schon, ich werde dabei, mach. Dann sind wir raus. Dann sind wir raus, weil das Viech Level 35 ist. Schau, was zu sehen! Ja. Das ist ein Orbit.
Sie! Oh. Ich bin da nicht. Ich bin vor dem Fahrzeug nicht weggekommen, jetzt hab ich's nicht Luft. Hättest du einsteigen können. Oder hättest du schlagen können. Hättest auch schlagen können. Also, wir geben ab. Sie starb. Und nochmal ein. Jawohl! Okay, spring mit deinem Vehikel über den Riss. Dann ist der Weg nach. Mit dem Vehikel! Sobald du dort bist, dürftest du. Das ist eine richtige Drecksquest, Alter. Was du da suchst. Wir treffen uns dann dort. Welche? Ob die mit dem, Etwas übertrieben. Lol. Mir gefällt sein Elan. Also mit dem Schild, ja. Ja, ja, no problem. Das ist ein richtiges, ekliges Ding, Alter. Rock, aber das Schild will ich haben. Ja. Das Schild wäre echt verdammt nice, Alter. Das ist ein Schockschild. Mhm. So, ich vercheck mal hier alles. Zack, 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 zack. Was war nochmal die Missionswaffe? Miss Moxie, oder? Diese war Missionswaffe. Ja. Ja. Alles klar. Was war die Missionswaffe? So. No, Nova, no problem, Alter. Sachen in einem Safe gesteckt, um sie vor Deadlift zu schützen. Jetzt, wo er tot ist, wirst du den Safe für mich öffnen. Hier, folge mir. So. Ödnis der Stille. Warum kann ich keine Schnellreise nehmen? Achso, weil wir schon da sind, Lul. Also du kandidierst, glaube ich, auch schon bald auf den Blog von Kevin, gell? Nee. Willst du der neue Kevin sein? Ich gebe dir gerne den Namen ab. Nee, du bist ein kleiner Roboter, Kevin, Alter. Du bleibst das auch. Nee, für den Monsono hätte er bessere Beschimpfung. Bessere Beschimpfung. Ich glaube, die ist verbuggt, die bewegt sich überhaupt nicht. Ja. Oder? Oh, die tue ich trotzdem auch. Oh, wie? Ja, drei Schilder. Ich würde hier gerne raus. So wird das nicht, wir können ja nicht zu dritt drin. Also, ohne Scheiß, Jungs, ich brauche. Das Einzige, was ich wirklich brauche, ist eine Jacobs Pistol. Eine gute. Warte, ich schau mal nach. Double Pantry Rod. Oh, guck mal, willst du. Ja, willst du den Schild, Erbsi? Ich hab das. Da waren drei Schilde drin. Oh, okay. Ja, willst du den Schild, Montuno? Ich hab schon einen. Okay. Willst du den? Nö, ich hab mein größeren Schild, ist mir ein bisschen lieber. Dann driven wir mal hier über die. Oh, keine Ahnung was. Ui! Muss ich schieß mal. Woo! Lol. Lol! Ah ja, das ist die Verfolgermunition, nicht wahr? Das ist ein Schallkraken. Hab ich nie gesehen. Musi! Jetzt kann man. Menge Geld. Alter. Regolith Range Alarm. Okay. Boah, was war denn das? Das war knapp, Alter. Kommt ihr, oder? Der war richtig knapp. Ui. Nein. Der ist rückwärts runtergefallen. Ihr seid nicht verreckt, oder? Freude war so nett zu schwitzen. Oh Gott sei Dank. Der fast nach hinten gekippt, wenn wir runterfallen wahrscheinlich. Boah, Alter. Monsuno, wir müssen hier unten rein. Runterfallen wäre ich bin sowas von rausgegangen. Instant, gehofft. Hier müssen wir hin. Bitte weiter. In deiner Nähe müssen sich ein paar Sicherheitseinrichtungen befinden. Die musst du alle gleichzeitig deaktivieren, um den Safe zu knacken. Ups, er lacht. Das ist dabei, ja. So, und da muss man sich jetzt dann runterschießen lassen, bis das Schild kaputt ist.
Einrichtungen deaktivieren, wenn und dann muss man deaktiviert man so diese ja Dinger da halt. Das ist extrem eklig und hässlich und nervig. Was war das? Ein Medikit. Drei Stück. Scheiße. Dass du in der Nähe der Verteilerkästen verletzt wirst. Trampel auf eine Granate. Lass dich anschießen. Hau dir selber eine rein. So, nochmal Module kommen, mach mal ein Duell, dann schieß mal mein Schild runter. Ja. Warte kurz. Jetzt? Ja. Ja. Das war's. Alles, was sehr du schön. Fliegerabse! Sehr gut. Und du hast mich getötet? So ein Arschloch. Oh, warte. Sorry, die habe ich eingesammelt hier. Ich wollte nicht im Safe aufbewahren sollen. Dumm von mir. Egal, komm einfach zurück. So, die Idiotentante. Und jetzt kommt noch eigentlich so ziemlich die geilste Questreihe, wo es überhaupt gibt. Talk und Talk, Alter. So. Jetzt müssen wir wieder den Sprung machen. Oh, nein, mach nicht, wann ich kann schnell weiter machen. Sicher? Ja, ich bin rüber. Okay. Wenn wir nicht speichern würden. Alter. Ich krieg jetzt immer Herzrasen bei diesem Sprung. Mhm. Ja, vor allem, wir sind jetzt gnadenlos. Ach ja, schon wieder, oder was? Alter, ich bin genau auf dem Parkplatz gelandet, Alter. Oh nein, und du solltest die Raketen. Ich hasse Feuer. Ah, okay, das ist hier nicht gut. Bei wem fahre ich eigentlich mit? Bei mir. Beim Selbstmordkommando. Suicide Squad! Ich bin. Deadshot, wie heißt? Du bist nicht. Ja, Deadshot. Das ist ein Niemand. Achso. Dieses Niemand kann jeden kopieren. Vorsicht, wenn du Craig ist, scheiße. Also bin ich jeder. Nicht als Anmacher gedacht, Nisha. Du bist das ist nicht immer eine Scheißfähigkeit. Kein Problem. Du bist mir auch nicht hübsch genug. Die Fähigkeit wird dir irgendwann auf den Arsch retten, das verspreche ich dir. Meine Prüfer da! Arsch retten. Boah, Alter. Huch. Ich hab den Sprung jetzt gemacht, also. Du hast es geschafft. Das Gebäude ist sowieso gewollt für die Story. Ja, schon. Irgend so ein Scheiß versperrt den Weg. Ja, deshalb habe ich dir die Portgun gegeben. Feuer mit ihr auf die Kragans. Dann werden sie wütend und greifen an. Nein, nicht töten, nicht töten. Muss ich rufen deine Jacks zurück. Immer schier mal andere Rektor. Weil die müssen das Ding da aus. Die muss ich triggern, damit die hier das Ding aufsprengen. Oh, die greifen mich an. Nice. Greif jetzt hier mich an, du Arschloch. Nice. Er ist gleich tot. Er ist tot. Nee, reicht nicht. Ja, dann hört mal auf, die zu triggern. Ich stell mich immer hier vor. Fahr mal weg, Erbse, da. Nee, ich warte, bis du. Er kommt. Ja, hauen weg. So, jetzt muss der nächste kommen. Zack, ich hab ihn. Aber jetzt der Kompaner, der Kompaner. Ja. Treppen! Soll ich das nehmen? Ja. Spitze, jetzt bringen wir her und ich gebe dir eine Laserwaffe dafür. Oder du zerstörst ihn für mich. Und das hier ist dafür eine coole Torknarre. Warum? Weil ich Laserwaffen hasse und voll nachtragen bin. Das steckt tief in mir drin. Schmeiß den Lichtreaktor irgendwo in die Lava. Oh, der Muskelberg tut mir fast leid. Du kannst den Reaktor für Tor zerstören oder mir geben. Ich mag dich so oder so. Okay. Ja, sollen wir die Torknarre nehmen oder was nehmen wir? Nehmen wir die Torknarre. Nee, scheiß mal auf die Torknarre, wir nehmen die Laserwaffe, oder? Ja. Ich bin da jetzt einmal unparteiisch, weil. Oh, Erbse!
Alter! Also unsere Räder waren schon halb im Boden drin. Alter! Ach du Scheiße! Hör doch auf, so zu übertreiben, Mensch! Wir mussten da mal so rüber, anders ging das ja nicht! Na, hier kann man zu Fuß rüber. Man wird komplett rüber Hier gibt's halt. Ich hab das Team ab! Abgesehen davon, dass ich gar nichts tue. Wie gemein! Alle haben Spaß mit ihren Laserwaffen und ich sitze hier nur rum und jage Sachen in die Luft. Mein Leben ist scheiße! Ach, woher? Die Leute stehen auf Explosionen. Das sagst du doch nur so. Die Leute wollen Laser, keine Explosionen. Nein, ich stehe wirklich auf Explosionen. Du bist klasse. Wirklich? Jetzt bist du mir sympathisch. Willst du mit mir gehen? Sorry, ich stehe nicht auf Kerle. Nein, Freundschaftszone. Athena, die Sache mit dem Lichtreaktor-Dings herum. Dann möchte ich mal klarstellen, dass ich damals in einem tiefen Loch steckte. Ich weiß jetzt, dass die Freundschaftszone ein imaginärer, frauenfeindlicher Ansatz für eine Beziehung ist. Versteht ihr, was ich meine? Bitte zisch ab, Talk. Okay. Hey, was immer? Ja? Laserwaffe an. Upsa, ja. Wo? Von der Quest. Upsa, warte, 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 ich will das filmen, warte. Ich muss das filmen. Okay, Opsi, geh ab! Vollgas! Was? Keiner hat abgebrochen? Was? Wer hat was? Ich wollte, ich war abgelenkt. Keiner hat abgebrochen? Wow. Mhm. Ich stand schon da und hab ich ein Viereck wieder gedrückt. Such einen Kerl namens Huxley. Aber jetzt nicht so weit laufen, weil da triggert jetzt gleich was, das ist ultra witzig. Und das möchte ich wirklich machen, wenn alle da sind. Das wäre echt ultra genial. Wie lange geht die Folge noch? 3 Minuten circa. Also es reicht. Eine Medi-Injektion. Okay, die triggert hier vorne. Ich möchte, dass du das machst, okay? Weil das die Claptraps sind. Du musst zu dem Claptrap hin. Geh hin! Du musst da hin! Uzi! Uzi! Du musst da hin! Komm, sonst wird die Folge zu lang. Komm, auf geht's! Okay, kein Schritt weiter, Bürschchen! Gib ihm deine Papiere! Und zwar schnell! Hopp, hopp! Ist das dein verdammter Ernst? Das ist ein Verstoß gegen das interstellare Verbalmoralitätsstatut! Das gibt eine Verwarnung! Verdammte Scheiße! Oh, du kriegst gleich noch eine! Ich liebe Regeln! Sie kommen mit, sonst gibt's die dritte Verwarnung! Da wundert's dich jetzt, ohne Scheiß, da wundert's dich, dass der Jack die Ole umgebracht hat. Hey, ich feier den Typen so viel, dass der die Ole umgebracht hat. Es gibt eine Verwarnung! Wo ist jetzt der Bot? Ja, das ist Concordia. Mach auf! Schade, dass du's wegen deiner Film es mal bitte, Opsi. Abse, komm mal zu dem Polizeibot und guck den an. Gib ihm das Orbitron, das wird echt schräg. Kenn ihn doch. Nein, guck ihn an. Siehst du mich auch? Ja. Mach das auf! Los, mach sie! Oh, super. Er betrachte dich als klar zur Dekontamination. Boah, ich weiß ja, was jetzt kommt, Alter. Oh Gott. Ja. Das ist so eklig, Alter. Willkommen, neuer Bürger. Da hat er meine Befehle. Ach so, wo ist das da hinten? Stell dich auf die Kontaminationspad. Nicht bewegen, wenn Strahl kommt. Nein, wir müssen einfach so nur raus. Lauf schneller! Du brauchst Medizin, du kommst zu mir. Aber nur wenn ernst. Schwester Nina hasst große Babys. Außer echte Babys, die Schwester Nina liebt. Schnauze! Du verletzt! Hier, nehmen! Gib her! Du besser! Wenn wieder verletzt, du kaufst Arznei an Automat. Du gesund! Geh!
Du gesund, geh! Der Kerl, den du finden musst, nennt sich selbst Gurif. Wie in Bürgermeister. Erbse, komm mal hier auf. Und sag mir mal, was es mit dieser Kiste auf sich hat. Der Typ bezieht du weißt das doch bestimmt. Betriebsrente von Hyperion, von meiner Abteilung. Ich bin praktisch sein Boss. Du weißt es bestimmt, Erbse. Muss ich immer da ein Stück weg für dich? Erbse, komm mal hier hoch. Und jetzt sag mir, als kleiner oder Mann, als hab ich runtergeschoben. Ja, wahrscheinlich. Ja, weil ich in der Luft war. Du kleiner Tryhard, wenn du das jetzt aufmachst, dann flattern hier so kleine Totenköpfe mit Schleifchen und Herzen so. Von wem ist das? An was ist das eine Anlehnung? An was? Das ist ein Easter Egg, aber für was? Necromancer. Sag's dir. Ja. Okay. Oh, scheiße, warte, wir müssen ja den Aufzug machen. Und Lady, ich weiß auch, weil es richtig ist, weil ich habe Necromancer gespielt und die hat einen Skill, wo auch so ein Totenköpfe mit Schleifchen sind. Ja, ich wollte ja jetzt nicht die Folge beenden oder so, ist ja wurscht. Suche von der Helios. Hoppala! Das gibt eine Verwarnung! Also, eigentlich wurde hier aufgefahren und wieder runter. Na, macht nichts, alles gut. Du fährst eh wieder runter. Okay. Du warst einer von uns, du bescheuert betitelter Bastard! Danke, dass Sie das Büro des Bürgers besucht haben. Wir hoffen, die bürokratischen Interaktionen waren zu Ihrer Zufriedenheit. Ja, super. Ich schätze, definitiv. Jetzt kann uns nur noch eine helfen, so leid es mir tut. Gehen die ab Overbar. So, und vor der beenden wir die Folge. Dann stellt sie euch hier schön auf die Treppe, das wird ein schönes Thumbnail aller. Yay, genauso wie der Erbsi das macht, so ist das perfekt. Kevin, du kannst irgendwo da hinten, geh irgendwo da hinten. Dich brauchen wir nicht. Also, perfekt. Dann, meine lieben Freunde, das war's dann von heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge Borderlands der Playstation. Mit dem lieben Musi, Kichererbse und Matsuno. Macht's gut, haut rein und bis dann. Tschüss.